Aber das steht dir als Geburtstagskind schließlich auch zu. Glück im Spiel, Unglück in der Liebe. Mit 75, denke ich, wirst du es mit Würde tragen. Es war wunderschön bei dir, Martha, so gemütlich. Ja. Aber jetzt müssen wir aufbrechen. Aber Hedwig, ein halbes Stündchen könnt ihr doch noch bleiben. Nein, ich muss unbedingt noch im Hellen nach Hause kommen, sonst schimpft meine Katze. Oh. Autofahren ist heutzutage kein Vergnügen mehr. Hedwig, ich bewundere dich. Ich könnte das nicht mehr. Ich fahre jetzt schon seit über 50 Jahren und bin noch fit. Ich fahre ja auch ganz vorsichtig. Ah, dann könnt ihr doch noch ein bisschen bleiben. Ich werde doch schließlich nur einmal 75. Ja, du wirst auch noch 80 und 85. Nur hoffentlich wir alle. Und bis dahin sehen wir uns noch oft. Na, so wie wir beieinander sind, werden wir noch viele Geburtstage miteinander feiern. Ja, und seitdem du das Hörgerät hast, bist du ein ganz anderer Mensch. Ja, wenn ich bedenke, wie wir früher immer schreien mussten, damit du uns verstehst. Ja. Wirklich? Ja. Das ist mir gar nicht so bewusst. Ich fühle mich wie neugeboren. Ich verstehe auch jedes Wort, was ja hinter meinem Rücken spricht. Oh, aber denken ist noch erlaubt, ja? Gedanken sind frei. Wenn ihr unbedingt gehen müsst, dann noch ein kleines Likörchen auf mein Wohl. Nein, lieber nicht. Wir kommen in den Berufsverkehr. Oh, Hedwig, ein ganz kleines. Ja. Das geht doch noch. Na schön. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Also, liebe Magda, auf dein Wohl. Ach. Wir wünschen dir jeden Tag eine kleine Freude. Ja, danke. Und manchmal eine große. Oh. Und in 14 Tagen sehen wir uns bei mir wieder. Ja, Prose. Ich freue mich schon. Prost. Hier hat zwar nur 4 Zylinder, aber 85 PS. Na, mehr als 140 läuft er nicht. Sag mal, du, der geht mindestens 170. Wirst schon sehen, der geht ab wie eine Rakete. Und hier die Hupe, Dreiklang, Italo-Import. Komm, lass mal hören. Sabine, drück doch mal die Hupe. Na los, fahr mal ein Stück. Magda war ja heute wie aufgedreht. Ja, wie vor 20 Jahren. Ich habe das Gefühl, die trinkt auch mein Likörchen außer der Reihe. Warum auch nicht? In unserem Alter soll man genießen, solange es geht. Genau. Übrigens, Annemarie, du solltest dir auch einen kleinen Hund zulegen. Irgendwas Lebendiges braucht der Mensch. Vielleicht hast du recht. Ein Hund. Der Teddybär des Alters. Hast du gesehen, wie der im dritten Gang abgeht? Dann kannst du deinen Wagen einpacken. Ach, warte mal ab. Hast du ihn erst seit gestern. Ciao, bis heute Abend. Ciao. Hey, jetzt wo deine Kumpel wechseln, kannst du ja mal ein bisschen langsamer fahren. Bei mir musst du nicht so angeben. Also kannst du bitte aufhören zu meckern? Ich habe gerade mal ein bisschen Spaß an dem Wagen. Und du meckerst immer nur rum. Erstens meckere ich nicht. Und zweitens habe ich echt Schiss. Wenn du so weiterfährst, ist die Kiste heute noch Schrott. Du kannst ja auch aussteigen. Was war denn das eben für ein Geräusch? Hast du die Nonne gesehen? Die hat uns zugewinkt. Oh, vielleicht bringt das Glück. Sind Sie verletzt? Ich weiß nicht. Mein Fuß, da stimmt was nicht. Ja, soll ich den Notarzt rufen? Ich versuche mal aufzutreten. Es geht nicht. Du mit deiner Raserei. Ich hab dir doch gleich gesagt, dass es nicht gut geht. Daran bist nur du schuld, weil du mich die ganze Zeit genervt hast.
Hier, nimm das. Setzen Sie sich lieber wieder hin. Ich brauche ein bisschen frische Luft. Ich glaube, er ist gebrochen. Bist du verletzt? Ja, irgendetwas mit meinem Fuß stimmt nicht. Ich helfe Ihnen schon. Hast du Schmerzen? Nur, wenn ich auftrete. Das tut mir leid, aber irgendein blöder Typ hat mir die Vorfahrt genommen. Das war nicht so ein blöder Typ, das waren zwei ältere Damen. Ach, typisch. Auf jeden Fall war das doch so ein oranger Mercedes, oder? Ja, ja. Ich habe mir sogar das Kennzeichen gemerkt. Ja, ist ja toll. NSJ 741. Die letzte Zahl nicht. Die habe ich nicht sehen können. Da waren die schon weg. Aber ich habe ihnen noch gewunken. Wir sind nicht stehen geblieben. Oh. Ihnen ist aber auch ganz schön was passiert. Kommen Sie hier. Wir sollten die Polizei holen. Ach, wenn die Polizei kommt, wird hier eine Riesensache draus gemacht. Ach, wir können es doch auch so regeln. Die Versicherung verlangt aber, dass wir die Polizei holen. Die können auch gleich die alten Damen ausfindig machen, die sowieso dran schuld sind. Ach ja. Du hast recht. Das ist besser so. Sonst sehen wir noch ganz schön alt aus. Ich gehe mal schnell telefonieren. Okay. Hör mal, du siehst ganz schön alt aus. Wenn die rausfinden, wie du gerast bist? Das musst du doch nicht unbedingt der Polizei auf die Nase binden. Das hättest du wohl gern. Weißt du, was du mich mal kannst? Ich muss immer noch an die reizende Nonne denken. Woran mag das nur liegen, dass Ordensschwestern immer so gut gelaunt und fröhlich sind? Vielleicht, weil sie auch ab und zu mal ein Likörchen trinken. Oder weil sie sich nicht mit irdischen Männern abplagen müssen. Hedwig, du hast den Nagel wieder mal auf den Kopf getroffen. Grüß Gott. Grüß Gott. Sind Sie Frau Rieckhoff? Ja. Dürfen wir mal reinkommen? Dann zeigen Sie mir erstmal Ihren Ausweis. Moment. Bitte. Oh, entschuldigen Sie vielmals, aber es gibt so viele Überfälle, bei denen sich die Kriminellen als Polizisten verkleiden. Dann da ist man lieber vorsichtig. Selbstverständlich. Kein Problem. Kann ich Ihnen was anbieten? Ein Cognac, ein Whisky oder ein Likörchen? Nein, danke. Wir sind im Dienst. Ach so, ja. Also, um was handelt es sich denn bitte? Frau Rieckhoff, waren Sie vor circa 2 Stunden mit Ihrem Auto in Garching unterwegs? Ja, ich war mit einer Freundin zu Besuch in Garching und um diese Zeit sind wir von dort aufgebrochen, ja. Zeigen Sie mir bitte Ihren Führerschein. Warum denn das? Vor 2 Stunden hat sich in Garching ein Verkehrsunfall ereignet und nach Zeugenaussagen war daran auch Ihr Fahrzeug beteiligt. Nein, das stimmt nicht. Davon müsste ich ja was wissen. Wir waren in keinen Unfall verwickelt. Ich wüsste es nicht. Bitte schön. Sie werden sehen, es handelt sich um eine Verwechslung. Deshalb sind wir ja hier, um das abzuklären. Sie waren aber gegen 18 Uhr in Garching am Professor Angermeiering unterwegs? Ja, natürlich. Auf der Heimreise von der Geburtstagsfeier, auf der ich mit meiner Freundin war. Und haben Sie dort Alkohol getrunken? Nein, nein. Nur ein bisschen Kaffee und, naja, 2 kleine Likörchen. Diese Fotokopie ist für mich leider kein verwendbares Dokument. Bitte händigen Sie mir Ihren Originalführerschein aus. Ach ja, mein Schwiegersohn hat mir geraten, immer nur eine Fotokopie bei mir zu haben. Man liest ja in der Zeitung so oft, dass alten Damen die Handtasche entrissen wird und dann ist der Führerschein weg. Hier, bitte. Okay. Ich habe ihn immer zu Hause deshalb. Frau Rieckhoff, ich muss Sie bitten, mitzukommen. Wir möchten einen Alkoholtest durchführen, soweit Sie damit einverstanden sind. Was, ich soll mitkommen? Das gibt's doch nicht. Ich habe mit dem Unfall nichts zu tun, glauben Sie mir. Sie könnten mit einem Alkotest auf einfache Weise zu Ihrer Entlastung beitragen. Ansonsten wäre ich gezwungen, eine Blutentnahme anzuordnen. Na schön, wenn Sie sagen, es muss sein, dann will ich mich nicht weiter sträuben. Warum auch? Das ist ja vielleicht mal eine reizende Abwechslung. Ich wollte ja immer schon mal gern mit Blaulicht durch die Stadt gefahren werden. Blasen Sie jetzt bitte, solange Sie können, ohne abzusetzen. Danke.
Frau Rickhoff, das Alkotestergebnis ist für Sie zwar entlastend, aber dennoch besteht weiterhin der dringende Tatverdacht einer Unfallflucht. Unfallflucht? Das ist ja nicht zu fassen. Ich fahre über 50 Jahre unfallfrei. Und selbst wenn ich einen Unfall verschuldet hätte, warum sollte ich wegfahren? Diese Beschuldigung ist absurd. Also ganz aus der Luft gegriffen kann die Beschuldigung ja nicht sein. Es hat sich immerhin ein Unfall ereignet und wir haben eine Zeugenaussage, die Ihnen verkehrswidriges Verhalten unterstellt. Verrückt. Ja, Aufgabe der Polizei ist es hier auch nicht, Ihre Schuld festzustellen, sondern den Sachverhalt aufzuklären. Deshalb möchten wir jetzt gerne ein Protokoll anfertigen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Bevor ich noch ein weiteres Wort sage, möchte ich mit meinem Anwalt sprechen. Das war ja wohl ein gehöriger Schreck in der Abendstunde für Frau Rickhoff. Vielleicht ist es Ihnen ja schon einmal ähnlich ergangen. Sie kommen von einer Autofahrt nach Hause, plötzlich klingelt es, die Polizei steht vor der Tür und wirft Ihnen vor, in einen Unfall verwickelt zu sein. Und Sie können sich an nichts erinnern. Oder haben Sie doch etwas bemerkt und wollen es nur nicht wahrhaben? Eine unangenehme Situation auf jeden Fall. Frau Rickhoff will den Vorwurf der Polizei nicht auf sich sitzen lassen. Sie geht sofort zu ihrem Anwalt und erzählt ihm entrüstet, sie sei beschuldigt worden, einen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen zu haben. Und das stimmt nicht, es ist aus der Luft gegriffen. Angeblich sind da hinten, was ich gar nicht mitgekriegt habe, irgendwo auf der Straße zwei Fahrzeuge ineinander gefahren. Ich kapiere es gar nicht, wie sowas möglich ist. Sie sollen daran schuld sein. Auf jeden Fall, ich habe nichts gemerkt und meine Freundin, naja, also, wir haben beide nichts bemerkt, da war noch eine Nonne, die hat uns zugewunken, so. Die hat Ihnen gewunken? Nein, die war auf dem Fahrradweg und hat so gewunken. Mhm. Sie sind ja, ja von rechts gekommen, ja. Und dann, wie weit kann man denn in die Hauptstraße einsehen? Naja, ewig weit, kilometerweit. Ich fahre ja seit über 50 Jahren unfallfrei, natürlich habe ich geguckt, wie ich immer schaue. Frau Rickhoff, wenn wir jetzt mal der Reihe nachgehen, also erstens, auch wenn Sie nicht... Wenn Sie glauben, Sie seien nicht schuld am Unfall, müssen Sie dennoch diesen Unfall Ihrer Haftpflichtversicherung innerhalb von 8 Tagen melden. Ach so? Unabhängig von der Frage. An meinem Auto ist nichts, kein Kratzer, kein Dolch, nichts. Das Zweite will ich Ihnen vielleicht erklären, wenn Sie sagen, Sie sehen in die Hauptstraße unendlich weit. Das heißt also, wenn da ein Fahrzeug war, selbst wenn der schneller gefahren wäre, beispielsweise 100 Kilometer, so ist es. Also von daher, wenn es so wäre, dass der irgendwo in Ihrem Bereich verunfallt wäre, wären Sie, ich sage jetzt mal vorsichtig, mitschuld an diesem Unfall, wenn Sie die Vorfahrt missachtet hätten? Ich bin eher überzeugt, dass in der Sache steckt Methode. Die wollen uns Alte aus dem Verkehr ziehen. Darum geht es. Wissen Sie, es sind zu viele Autos auf der Straße und es müssen Leute weg. Warum nicht wir Alten? Und da muss ich Ihnen widersprechen. Wissen Sie, wir hatten ja immerhin mal einen Bundeskanzler, der war so alt wie Sie oder noch älter. Also vom Alter her ist das vom Grundsatz her kein Problem. Aber es muss eine Art Komplott sein. Sie haben Ihren Führerschein noch? Ja, die haben in mir, nachdem sie gesehen haben, dass ich nur 0,2% habe, den wiedergegeben, zurückgegeben. Aber Unfallflucht, warum sollte ich Unfallflucht begehen? Ist doch absurd, ich bin versichert, alles, wenn ich es gesehen hätte. Was ist denn überhaupt an Unfall passiert? Ich habe keine Ahnung. Es sind zwei Autos ineinander gefahren, irgendwo. Zu Schaden kam ja, es sind doch Leute verletzt worden. Das Problem bei der Unfallflucht ist folgendes. Auch wenn ich nicht unmittelbar in einer Kollision verwickelt bin, allein schon die Tatsache, dass ich beteiligt bin oder möglicherweise als Beteiligter in Frage komme, dadurch ist der Tatbestand der Unfallflucht schon unter Umständen erfüllt. Wenn das Gericht oder auch die Staatsanwaltschaft bei den Ermittlungen zu der Auffassung käme, dass sie das haben bemerken müssen, dann wird man ihnen den Führerschein entziehen. Meine Freundin, die ich also angerufen habe, aber das habe ich nicht aufgenommen. Die hat mir natürlich jetzt gesagt, sie hätte einen kleinen irgendwas gehört. Sie hätte irgendwann mal gehört, dass ein Geräusch wäre. Aber das habe ich nicht wahrgenommen. Haben Sie irgendwelche Probleme mit Ja, klein. Also ein bisschen höre ich auf dem Ohr nicht so gut mehr. Das habe ich neulich im Konzert gemerkt. Ich verstehe jedes Wort, was Sie sagen. Ich höre sehr gut, sonst nicht. So wie das geschildert wird von der Polizei, besteht doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine fahrlässige Körperverletzung begangen hätten. Denn Sie sagen ja, da sind andere Verkehrsteilnehmer sind verletzt. Und dann, das was noch gravierender ist, ist eben dieser Vorwurf der Unfallflucht. Wissen Sie, das Problem besteht darin, wenn dann die Zeugen sagen, das war ein so lauter Knall und sie sagen ja, dass diese Nonne, die winkt Ihnen,
Dann könnte man sich ja vorstellen, die wollte Sie vielleicht auf irgendwas aufmerksam machen. Sie hat fröhlich gewinkt. Ich habe noch zu meiner Freundin gesagt, guck mal, wie reizend, wie nett die ist. War macht doch man wohl doch. In Zusammenhang an dieser Stelle, wo Sie in die Hauptstraße eingefahren sind, sodass zu vermuten ist, dass das irgendwo in Zusammenhang mit dem Unfall steht. Und ich glaube immer noch, es ist Methode. Wenn es Methode wäre, könnte ja der Gesetzgeber, könnte Altersgrenzen einführen. Sie sehen, es gibt keine Altersgrenze. Es gibt natürlich schon für ältere Verkehrsteilnehmer gewisse Risiken. Jetzt gerade hat ein Verwaltungsgericht entschieden, dass ein, in diesem Fall war es ein 78-Jähriger, der ist auffällig geworden, ohne dass er an einem Unfall schuld war. Und er musste sich einer Untersuchung, medizinisch, technisch, psychologisch, ja, also untersuchen. Ich bin überzeugt, diese Untersuchung würde ich fabelhaft verstehen. Ich bin 78, ja, und das würde, ich würde auch durchkommen. Frau Hoff, Sie könnten mir einen Gefallen tun, Sie sollten in der Zwischenzeit mal vielleicht zu einem Ohrenarzt gehen und sich dort untersuchen lassen, ob der uns irgendwas über Ihre Hörfähigkeit sagen kann. Na ja, nur mal vorsorglich. Ich meine, das ist ja nun kein Leiden, wenn ich vielleicht das Vogelgezwitscher nicht mehr so höre. Ich vermute, dass diese Nonne ja auch was gehört hat, sodass man schon vermuten kann, dass das Ganze so laut war, dass man das einfach hören musste. Und Sie haben überhaupt nichts davon, wenn Sie hier rausgehen und schweben in Wolkenkuckucksheim und dann kommt plötzlich die Entziehung der Fahrerlaubnis und überrascht Sie oder möglicherweise auch die Bestrafung. Mhm. Sie sollten sich darauf einstellen können. Auch Patrick Behrens, der durch Frau Rieckhoff in einen Unfall verwickelt wurde, lässt sich anwaltlich beraten und schildert zunächst den Unfallhergang. Also der Wagen, der mir die Vorfahrt genommen hat, das ist ein oranger Mercedes gewesen, der von zwei älteren Damen gefahren wurde. Und mir ist es völlig unverständlich, wie die das nicht gehört haben sollen. Es hat zweimal unglaublich gescheppert. Und zwar einmal, als ich auswich. Ich kann Ihnen das vielleicht auch mal aufzeichnen, es ist vielleicht leichter. Und von hier mündete die Danziger Straße ein. Und das ist die Vorfahrtstraße der Professor Angermeier. Nun kam ich von hier. Ist die Vorfahrt da durch Zeichen geregelt oder direkt verlegt? Ja, die hatten hier Vorfahrt 8 und ich bin auf der Vorfahrtstraße. Und fährt mir halt hier so vor die Schnauze und auch noch sehr zur Mitte hin. Hier parkten eben Autos, die ganze Reihe. Und ich habe halt hier dann die Vollbremsung gemacht. Also hier, habe nach links rübergezogen und bin halt hier dann zwangsläufig auf dieses Auto seitlich halt draufgerutscht. Ja. Und als ich dann hier so zum Stillstand kam, nach dem Schwung, fuhr mir von vorne eben eine Fiesta-Fahrerin auch noch auf. Ja. Da hier war eine Nonne, die hat den ganzen Unfall Gott sei Dank beobachtet. Ja. Aber Gott sei Dank hatte sie sich das Kennzeichen gemerkt. Also da war die Nonne, ja? Ich schätze, das muss irgendwie hier gewesen sein. Okay. Also die kam dann sofort an den Unfall und hat da erste Hilfe geleistet. Ach so, sind Leute verletzt worden? Ja, ja. Meine Beifahrerin und ich hatten halt Platzwunden. Ich habe hier noch das Pflaster. Und die Fahrerin, die mir aufgefahren ist, hat sich die Bänder gerissen am rechten Fuß. Also die Nonne hat sich jedenfalls das Kennzeichen merken können, ja? Ja, sicher. Und sie war ja da, als die Polizei kam und ist auch Zeuge. Und sind Sie auch schon vernommen worden? Haben Sie sich schon zur Sache geäußert? Ja, darin liegt eben auch das Problem. Meine Beifahrerin, das ist meine Ex-Freundin, wir waren gerade im Krach und die hat wohl bei der Polizei ausgesagt, dass ich bestimmt 100 gefahren wäre. Ich wollte aber erstmal wissen, ob Sie selber auch schon was gesagt haben. Ja, ich habe angegeben, dass ich mein Empfinden nach etwa in der erlaubten Höchstgeschwindigkeit gefahren bin. Ja, ich bin als Beschuldigter schon vernommen worden am Unfallort. Das macht nichts. Ich meine, das hindert Sie nicht daran, jetzt die Aussage zu verweigern. Sie meinen also, gefühlsmäßig seien Sie so in der erlaubten Geschwindigkeit gefahren? Also ich traue mir zu, dass ich vielleicht 75 gefahren bin. Das ist schon ein bisschen zu schnell. In München gibt es eben bei der Rechtsprechung die Münchner Quotentabelle. Und das heißt, unabhängig jetzt von dem Verschulden der Vorfahrtsberechtigten, Wartepflichtigen, dass Sie da hätten, also schlicht und ergreifend, nicht schneller als 65 hätten fahren dürfen. Ja, wisst, was mich halt ärgert, ist, dass ich wirklich keine Schuld habe an dem Unfall. Verstehen Sie, die sind so reingefahren, das ist eigentlich eine Zumutung. Sowas darf überhaupt nicht im Verkehr sein. Das wird natürlich auch überprüft in dem Gutachten, ob der Unfall für Sie vermeidbar war. Und das hat natürlich dann letztendlich auch, weil Sie ja sagten, diese Dame hier und ihre Beifahrerin ist verletzt, sind verletzt worden, dann doch ganz erhebliche Auswirkungen auf die Forderungen, die die Damen da haben.
aufgrund des Körperschadens. Ne? Wenn der vermeidbar war, dann haben Sie fahrlässig den Unfall mitverursacht. Ich sag Ihnen ja, der war ganz sicher nicht vermeidbar. Die Fahrer sind unfallflüchtig und ich soll jetzt dafür schuld sein. Wenn Sie tatsächlich 75 km/h gefahren haben, wird wahrscheinlich eine Mithaftung zu ein Drittel draus kommen. Was mich halt auch ärgert, ist, dass halt meine Beifahrerin, das war einfach ein Racheakt, behauptet, ich wäre bestimmt 100 gefahren. Mhm. Also so schnell kann ich gar nicht gefahren sein. Ich meine, ich könnte da auch ins Feld führen, dass wir halt zwischenzeitlich getrennt sind und vorher schon immer Krach hatten. Sie wird ja nicht behauptet haben, von ihrem Beifahrersitz gerade auf den Tacho geschaut zu haben, oder hat sie das auch behauptet? Das weiß ich nicht, ja. Ich habe ja mit ihr nicht mehr gesprochen. Das Problem ist nämlich, ich habe noch meinen Führerschein auf Probe, also diesen Babyführerschein. Also ich habe da so ein Bußgeldbescheid bekommen, das war September 91, glaube ich. Und dann bin ich jetzt im Februar wohl geblitzt worden, als ich über die Ampel fuhr, also zwischen der Gelb-Rot-Phase muss das gewesen sein. Und die meinten halt, es war schon rot. Und ich habe dann was zugeschickt bekommen, sollte mich dazu äußern und habe halt angekreuzt, dass ich keine Angaben mache. Sagen wir so, ich würde auf jeden Fall Einspruch gegen, einlegen, wenn der Bußgeldbescheid kommt. Sobald Sie nämlich zwei rechtskräftige Bußgeldbescheide haben, müssen Sie Nachschulungskurs machen. Wenn Sie hier etwas kriegen, der Straftatbestand fahrlässige Körperverletzung, müssen Sie auch auf jeden Fall einen Nachschulungskurs machen. Und wenn Sie den nicht machen, ja, Herr Behrens, dann kriegen Sie nämlich schlicht und ergreifend Ihren Führerschein entzogen. Und dann sollten Sie auch darauf achten, dass danach nicht nochmal irgendwas mit Ordnungswidrigkeiten passiert. Denn dann nochmal zwei so Bußgeldbescheide und Sie kriegen dann, müssen den ganzen Führerschein nochmal machen. Also was ich Sie dann noch fragen wollte, ist Versicherung, also mein Schaden. Ich hatte ja das Auto neu gebraucht gekauft. Ja. Wenn das jetzt Totalschaden ist, zahlt das erstmal gar keiner. Meistens ist es halt so, dass bei laufendem Strafverfahren die beteiligten Haftpflichtversicherungen abwarten, bis die Strafverfahren abgeschlossen ist. Mhm. Wenn Sie jetzt den Totalschaden haben und keine Vollkasko, oder hatten Sie irgendwie das? Nee, ich habe halt Teilkasko, ja, bei meiner Versicherung. Okay, also dann werden Sie Ihren Schaden zurzeit selber tragen müssen. Ja, und dann wollte ich noch was anhängen. Die Beteiligte im Unfall, die mir dann frontal aufgefahren ist und die ja eigentlich wirklich gar keine Schuld hatte, die liegt halt zwischenzeitlich im Krankenhaus. Ich habe sie mal besucht und ich finde sie recht sympathisch. Durch diesen Unfall hat sie eine Prüfung nicht machen können. Sie hätte eventuell schon sehr bald eine Arbeitsstelle bekommen und muss jetzt die Prüfung halt erst in einem halben Jahr nachholen. Und solange wird sie diesen Job nicht machen können und wahrscheinlich diesen Verdienstausfall haben. Und sie hat mich halt da gefragt, ob ich da mal so nachhaken könnte, das wie das aussieht. Ich würde vorschlagen, also, dass sich die Dame da vielleicht selber drum kümmert und sich dann auch ihr Schmerzensgeld vielleicht selber von einem Anwalt ausrechnen lässt. Ja, gut, dann habe ich nur noch eine Frage, weil ich meine, als mich die Polizei gefragt hat, was ich verdiene, ich habe denen angegeben, ich habe 1200 Mark, so ungefähr netto. In Wirklichkeit sind es 1600 Mark. Hat das irgendwie, muss ich da noch aufpassen? Weil nee, es ist halt so, zu den wirtschaftlichen Verhältnissen brauchen Sie an sich gar keine Angaben zu machen. Momentan sagen wir dazu auch gar nichts. Ihre Einkommensverhältnisse sind wichtig, wenn es zum Beispiel zu einem Strafbefehl kommen sollte oder bei einer Hauptverhandlung auch zu einer Geldstrafe. Lassen Sie 1200 Mal stehlen und wenn man sich nicht so äußert, kann das Einkommen halt geschätzt werden. Das ist der Punkt. Wir begrüßen auch heute wieder unseren Versicherungsexperten Wolfgang Hertel im Studio. Herr Hertel, vier Personen an einem Unfall beteiligt, da gibt es einige Fragen dazu. Welche Versicherung haftet für welche Schäden? Sicherlich hat die Frau Rickhoff den Unfall verschuldet. Sie hat, wie mir scheint, die Vorfahrt verletzt. Damit haftet sie für die Folgen des Unfalls. Der Patrick Behrens, denke ich, hat wohl die Geschwindigkeit maßgeblich überschritten. Wie schnell er gefahren ist, wissen wir nicht, aber sicherlich deutlich schneller als 50. Auch er haftet für die Folgen des Unfalls aus der Gefährdungshaftung, wie aber auch aus Verschulden. Nun muss man eine Haftungsabwägung treffen zwischen den beiden. Ich denke, die Hedwig Rickhoff hat die größere Ursache gesetzt. Sie trifft 60% Verschulden, der Patrick Behrens muss wohl 40% mit Verschulden sich anrechnen lassen. Er kann also von der Versicherung der Frau Rickhoff 60% seines Schadens verlangen, seines Sachschadens, wie auch seines Personenschadens. Er hat eine kleine Platzwunde am Gesicht gehabt, also ein bisschen Heilbehandlungskosten und ein geringfügiges Schmerzensgeld vielleicht.
Anders sieht's wohl aus bei Sabine Steiner als der Beifahrerin. Sie hat ja nun eine Kopfplatzwunde. Sie war im Krankenhaus und was hat sie nun zu erwarten? Sie konnte wegen einer Gehirnerschütterung eine Woche nicht arbeiten. Die Sabine Steiner war Insassin. Mhm. Sie kann sich nun aussuchen, welchen der beiden Unfallverursacher sie in Anspruch nimmt. Entweder ihren Fahrer, den Patrick Behrens, oder aber die Hedwig Rieckhoff. Sie kann als Insassin vollen Schadenersatz verlangen. Sie bekommt Heilbehandlungskosten, soweit angefallen. Sie bekommt Verdienstausfall, soweit einer ihr entstanden ist. Und sicherlich auch ein Schmerzensgeld, das etwas höher ist als das von Patrick Behrens. Nächster Fall, Gloria Maywald. Sie hat ja nun einen Bänderanriss. Sie war 3 Tage im Krankenhaus, hatte 6 Wochen einen Verband. Und Verdienstausfall, da kommt einiges zusammen. Gehen wir es mal nach und nach an. Sie kann ihre Schadenersatzansprüche auch alternativ nach ihrer Wahl richten gegen die Versicherungsgesellschaft des Patrick Behrens oder aber gegen die von der Hedwig Rieckhoff. Sie kann ersetzt verlangen ihren Frontschaden am Pkw, aber auch ihren Personenschaden. Sie hat den größten Personenschaden von allen Beteiligten. Richtig. Sie hat den Anriss an den Bändern, sie hatte einen Verdienstausfall, sie konnte wegen des Unfalls eine Prüfung nicht rechtzeitig und nur um 6 Monate verspätet machen. Deswegen konnte sie auch eine ihr zugesagte Stelle erst ein halbes Jahr später antreten. Dadurch ist ihr Verdienstausfall entstanden. Diesen Verdienstausfall muss sie in geeigneter Weise nachweisen und dann muss ihr die Versicherung den Ausfall ersetzen. Dann bekommt sie sicher auch von allen Beteiligten das deutlich höchste Schmerzensgeld, Heilbehandlungskosten natürlich soweit angefallen. Mhm. Und dann gibt es ja noch ein Auto, ein beschädigtes, ja. Diesen Opel Ascona, der geparkt war. Ja. Was hat denn dieser Besitzer von diesem Auto zu erwarten? Der kann seine Reparaturkosten verlangen und der kann sich nun auch aussuchen, wie alle anderen, entweder die Versicherung von Behrens oder die von der Frau Rieckhoff. Frau Rieckhoff ist das Stichwort. Sie hat ja nun Fahrerflucht begangen. Zahlt die Versicherung da was oder nimmt sie anschließend in Regress? Hat sie den Unfall bemerkt und hat sie sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, dann wird sie wohl verurteilt werden müssen und dann hat sie zugleich auch gegen die Vertragspflichten gegenüber ihrer Versicherung verstoßen, eine Art Obliegenheitsverletzung begangen und deswegen wird sie von der Versicherung in Regress genommen. Für Fälle solcher Art gibt es einen Regress von 1.000 bis 5.000 Mark. Im Fall der Frau Rieckhoff wird es wahrscheinlich bei 1.000 Mark sein Bewenden haben können. Jetzt schauen wir erstmal, wie es weitergeht. Ein herzliches Dankeschön zunächst. Einige Wochen nach seinem Gespräch bei der Anwältin erhält Patrick Behrens einen Strafbefehl. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Verletzungen seiner Beifahrerin Sabine Steiner und die der Pkw-Fahrerin Gloria Maywald verursacht zu haben, weil er zu schnell gefahren sei. Er muss deshalb eine Geldstrafe von 800 Mark zahlen. Weil er nicht rechtsschutzversichert ist und weitere Kosten scheut, will er es nicht auf eine Gerichtsverhandlung ankommen lassen. Er verzichtet deshalb auf Einspruch gegen den Strafbefehl und bezahlt die Strafe. Außerdem hat er durch den Unfall Gloria kennengelernt. Das lässt ihn seine Geldstrafe leichter verschmerzen. Darüber hinaus muss er tatsächlich einen Führerschein-Nachschulungskurs machen. Er absolviert ihn auch termingemäß und behält seinen Führerschein auf Probe. Frau Rieckhoff ist nicht so einsichtig. Ihr war ebenfalls ein Strafbefehl zugestellt worden, in dem sie aufgefordert wurde, 6.500 Mark Geldstrafe zu bezahlen und ihren Führerschein für 6 Monate abzugeben. Da sie sich schuldlos fühlt, lässt sie durch ihren Anwalt Einspruch einlegen. Zu ihrer Verhandlung vor dem Verkehrsgericht sind auch Patrick Behrens und Gloria Maywald als Zeugen geladen. Hallo. Grüß Gott. Guten Tag. Ist das nicht übertrieben, wie die sich benimmt? Also ich kann es schon verstehen, ich wäre auch sauer. Was meinst du, Gloria, welches Frau Rieckhoff? Ich tippe auf die mit dem grauen Hütchen. Ich glaube, dass es die andere ist. Okay, eine Wette. Wenn du verlierst, lädst du mich zum Mexikaner ein. Und wenn du verlierst, gehen wir zum Chinesen. Oh nein. Komm, wir fragen sie. Mhm. Grüß Gott, Frau Rieckhoff. Ich bin Patrick Behrens. Und das ist meine Freundin Gloria Maywald. Grüß Gott. Aber ich bin Frau Clausen. Ich bin Frau Rieckhoff. Das ist Annemarie Clausen. Sie hat genauso wenig von dem Unfall bemerkt wie ich.
Ach, und das ist die Beifahrerin, die verletzt wurde? Nein, das ist Sabine, die sitzt da hinten, meine damalige Freundin. Gloria und ich, wir haben uns erst durch den Unfall kennengelernt. Sie ist mir ins Auto reingerutscht. Zuerst haben sich unsere Autos geküsst und dann wir. Das klingt ja sehr romantisch. Ja, und das Ganze haben wir nur Ihnen zu verdanken. Eine kleine Aufmerksamkeit. Oh, mein Gott. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sag doch einfach danke. Vielen Dank, danke. Danke auch von mir. Und die duften sogar. Grüß Gott. Grüß Gott. Das darf ich vorstellen, das ist meine Freundin Annemarie Clausen. Schönen guten Tag, Mich. Frau Clausen, Sie waren damals mit im Wagen, als der Unfall geschah. Ja, so ist es. Haben Sie denn etwas gehört von einem Anprallgeräusch? Tja, also... Ich habe schon was gehört. Ja, was, Frau Rickhoff, kann ich Sie gerade mal allein sprechen? Ja. Sie wissen ja, dass das Arztattest ergeben hat, dass Sie sehr gut hören. Ja. Das ist für Sie sehr erfreulich, ja. Aber für das Strafverfahren bringt uns das Probleme. Denn Sie haben ja gehört, Ihre Freundin hat auch gehört, dass da ein Geräusch war. Und deshalb muss man davon ausgehen, dass Sie das gehört haben. Wir können jedenfalls das Gutachten hier nicht einführen. Das ist ja furchtbar, dann sieht es ja hoffnungslos aus. Das ist kritisch, aber wir werden die Karten mal abwarten, was die Zeugenaussagen ergeben. Wir werden aufklären. Der Richter eröffnet die Verhandlung und stellt die Anwesenheit der Prozessbeteiligten fest. Zeugen sind Annemarie Clausen, Gloria Maywald, Patrick Behrens, Sabine Steiner, Schwester Walburga Schirmer, der Polizeibeamte Huber und Jürgen Meyer. Außerdem nimmt ein technischer Sachverständiger an der Verhandlung teil. Der Richter belehrt die Zeugen über ihre Wahrheitspflicht und bittet sie, bis zu ihrer Aussage den Saal wieder zu verlassen. Dann stellt er die Personalien der Angeklagten fest. Gut, jetzt zu Ihnen, Frau Rickhoff. Sie heißen mit Vornamen Hedwig. Ja. Gut. Sie sind geboren am 19.08.1913 in Krefeld, sind deutsche Staatsangehörige, verwitwet und Rentnerin. Ist das soweit richtig? Ja, ja. Wenn was nicht stimmt, was ich sage, müssen Sie sagen, dass es falsch ist. Ja? Ja, sehr nervös. Ja, das nehme ich an. Ja? Deswegen sage ich hier ja auch, weil Nervosität ja manchmal dazu führt, dass man dann immer lieber Ja sagt als was anderes. Frau Rickhoff wohnt in der Clemensstraße 19 in Schwabing. Ihre Eltern hießen Max und Maria Schultes. Frau Staatsanwältin, ich darf um Verlesung des Strafbefehls gegen Frau Rickhoff bitten. Ja. Sie fuhren am 25.03.1992 gegen 18 Uhr mit Ihrem Pkw Mercedes mit dem amtlichen Kennzeichen MSJ7418 in Garching auf der Danzinger Straße in südliche Richtung und bogen nach rechts in den Professor Angermeier Ring ein, wobei Sie aus vermeidbarer Unachtsamkeit die Vorfahrt des geschädigten Behrens missachteten. Der geschädigte Behrens versuchte, den drohenden Zusammenstoß mit Ihrem Fahrzeug nach links auszuweichen, machte eine Vollbremsung und stieß gegen die beiden am linken Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeuge der geschädigten Meyer und Kirchner. Zum selben Zeitpunkt fuhr die geschädigte Maywald mit ihrem Pkw auf dem Professor Angermeier-Ring in östliche Richtung. Trotz einer sofortigen Vollbremsung konnte sie einen Zusammenstoß mit dem nunmehr auf ihrer Fahrbahnseite befindlichen Pkw des geschädigten Behrens nicht mehr vermeiden. Die geschädigten Maywald und Behrens haben form- und fristgerecht Strafantrag gegen sie gestellt. Im Übrigen bejaht die Staatsanwaltschaft das besondere öffentliche Interesse an der Strafverfolgung. Da die Angeklagte den Unfall hätte vermeiden können, wird sie der fahrlässigen Körperverletzung in 3 Fällen und außerdem der Fahrerflucht beschuldigt. Vielen Dank, Frau Staatsanwältin. Frau Rickhoff, es steht Ihnen als Angeklagte heute frei, ob Sie dazu was sagen wollen oder ob Sie nichts sagen wollen. Ich muss was sagen. Das stimmt nicht. Ich habe mit dem Unfall nichts zu tun. Sie wollen sich also zur Sache einlassen? Natürlich. Dann kommen wir zunächst einmal zu Ihren persönlichen Verhältnissen, Frau Rickhoff. Zwischendurch haben Sie Geburtstag gehabt, gell? Jetzt sind Sie 79. Ja. Seit wann haben Sie denn den Führerschein? Den habe ich mit 26 Jahren gemacht, kurz vor dem Krieg im März 1939. Ja, dann haben Sie ihn jetzt 26... Über 50 Jahre. Über 50 Jahre auf jeden Fall. Ich habe dann während des Krieges, waren ja die Autos requiriert, natürlich nicht gefahren, aber anschließend habe ich ab 47 immer ein Auto gehabt und immer gefahren. Und nie einen Unfall verursacht, nie Scherereien gehabt, keine Punkte in irgendwelche... Eintragungen liegen nirgendwo vor. Ja. Gut, Sie haben also seit 1947 eine durchgehende Fahrpraxis. Ja.
Gut. Wenn Sie es jetzt mal so schildern, wie viel Kilometer fahren Sie denn pro Jahr? So zwischen 12.000, 13.000 etwa, 11, je nachdem. Doch so viel? So viel doch, ja, weil ich in Ferien fahre, Urlaub mache, nicht? Mhm. Wo fahren Sie denn dahin? Naja, nach Venedig. Meine Tochter lebt in Paris. Mhm. Da fahre ich. Da fahren Sie die ganzen Strecken alleine? Nein, ich alleine. fahre immer. Seit dem Tod meines Mannes fahre ich immer. Mhm. Nur ich. Gut, ja. Was haben Sie denn für ein Fahrzeug? Das ist ein 78er. Ja, vom 80. Typ her ein Mercedes 240 Diesel. Ein Diesel. Dieses Fahrzeug habe ich seit 78. Also das hat seit mein Mann 78. Noch gekauft. Dann haben Sie es 14 Jahre. Ja. Wie sind denn Ihre Einkommensverhältnisse? Wie hoch ist die Rente? Ja, mein Mann war Oberregierungsrat und ich kriege ungefähr knapp 3000 Mark. Netto. Pension oder wie nennt man das? Witwenpension, nicht? Also 3000 Mark im Monat netto. Wohnen Sie zur Miete? Nein, ich habe eine Eigentumswohnung. Sie haben eine Eigentumswohnung. Und ich zahle nur Wohngeld, natürlich. Ja, wie viel ist das? Circa 400 Mark, nicht? Und meine Krankenversicherung muss ich zahlen dafür. Mhm. Sind Sie irgendjemand gegenüber unterhaltspflichtig? Nein, das bin ich nicht. Müssen niemand unterstützen? Meine Kinder sind selbstständig. Wie ist so Ihr gesundheitlicher Zustand, Frau Rieckhoff? Ich habe neulich im Konzert gemerkt, dass ich die hohen Töne nicht mehr so höre. Mhm. Vögelgezwitscher auch nicht so. Mhm. Also, haben Sie ein Hörgerät? Nein, nein. Das brauche ich nicht. Ich habe ja einen Test machen lassen, dass es nicht so schlimm ist, nicht? Kommen wir vielleicht später noch drauf. Ja? Gut. Naja. Also, Sie haben einen Test machen lassen und da kam raus, dass Sie nicht irgendwie... Nein, dass ich kein Hörgerät brauche. Ja. Wie schaut es mit einer Brille aus? Sie haben jetzt keine auf. Ich nur zum Lesen. Nur zum Lesen? Nur zum Lesen. Zum Autofahren? Nein. So, Frau Rieckhoff, zunächst einmal die Frage, ist es richtig, dass Sie damals da gefahren sind? Ja, selbstverständlich. Ich fahre öfter diese Strecke, weil alle 6 Wochen sehe ich dort meine Freundin in Garching. Und wir haben ihren Geburtstag gefeiert. Deshalb. Die hat am 25.03. Geburtstag. Ja. Mhm. Und gegen Abend sind wir aufgebrochen, ich und Frau Clausen. Also der Unfall soll um 18 Uhr passiert sein, demnach müssten Sie etwas vor 18 Uhr gefahren sein. Das mag sein, ja. Ja. Es war noch hell. Es war noch hell. Gut. Aber es war genieselt, es war so kalt. Mhm. Ich habe die Heizung angemacht, die ein bisschen laut ist im Diesel, nicht? So rauscht, gell? Haben Sie das Gebläse der Heizung angemacht oder nur die Heizung angemacht? Nein, denn die Heizung macht in der Regel ja keinen Lärm. Dann noch, ich erinnere mich gar nicht. Haben Sie noch eine konkrete Erinnerung an die Fahrt heute? Ja, ich habe eine Nonne kam mir entgegen, als ich eingebogen bin und hat gewunken. Sind Sie normal gefahren? Normal, sind Sie dahin gezoppelt? Man fährt doch, wenn man einbiegt, nicht schnell, nicht? Ja. In Vorfahrtsstraße. Sonst noch irgendwas? Nein, sonst bin ich weitergefahren nach Schwabing, habe in der Osterwaldstraße meine Freundin, Frau Clausen, abgesetzt. Die war mit im Fahrzeug? Die war in meinem Fahrzeug. Wo saß die? Neben mir. Haben Sie sich mit der unterhalten? Ja, wir haben uns noch unterhalten, dass es meiner Freundin, der Frau Schröder, so gut geht und dass sie besser hört. Die hat nämlich ein Hörgerät jetzt. War das Radio an? Nein, hatten kein Radio an. Sie haben sich unterhalten? Haben Sie irgendwann mal Geräusche gehört, zum Beispiel quietschende Reifen? Nein. Das Krachen von Blech auf Blech? Nein. Ich grüble ja ununterbrochen nachts. Ich denke, ich muss doch was gehört haben. Wie Sie dort eingebogen sind? Ich habe sie nicht in Verbindung gebracht mit einem Unfall, überhaupt nicht, nicht. Sie haben also niemanden gesehen und sind deswegen reingefahren? Ich habe niemanden bemerkt, nein, ich hab ihn nicht gesehen. Und glauben, dass Sie nach links geschaut haben? Ja. Gut, Frau Staatsanwältin, haben Sie Fragen? Frau Rieckhoff, hat Ihre Beifahrerin vielleicht irgendeine Bemerkung gemacht, die darauf schließen lässt, dass was passiert sein könnte? Nein, nicht, dass ich wüsste. Deshalb habe ich ja auch gemeint, es ist ein Irrtum, eine Verwechslung, dass man wahrscheinlich wegen meines Alters mich von der Straße weghaben will. Denn die Tendenz besteht ja, dass man sagt, alte Leute taugen nicht mehr, die sind nicht mehr fahrtüchtig. Das sind ziemlich heftige Vorwürfe, die Sie da erheben gegen die Personen. Ja, ich hab gedacht, das ist die einzige Möglichkeit, dass man mir das in die Schuhe schiebt und ich dieses Strafprozess hier habe. Mhm. Nicht? Also ich habe ehrlich gesagt eher den Eindruck, dass die Zeugen versucht haben herauszufinden, wer den Unfall mit verursacht haben kann. Kein Mensch denkt doch in dem Moment daran, wie alt sie sind.
kein einziger Mensch. Ich bitte doch um Verständnis, Sie, Frau Rickhoff, aus Ihrer Situation, die meint oder sie sagt, sie hat mit all dieser Sache nichts zu tun, sie hat nichts bemerkt. Und dass sie jetzt, nach irgendwelchen Gründen sucht, Entschuldigungsgründe, das ist ja irgendwo verständlich. Frau Rickhoff, Folgendes, diese Nonne, das ist ja das Einzige, an was Sie sich mehr oder minder noch fest erinnern können. Ja. Und zu einer Nonne haben Sie doch Vertrauen, oder? Sicher. Schauen Sie, und die hat das Fahrzeug als so beschrieben, wie ihres ist. Und Sie selber sagen ja auch, ich war an dem Tag um die Zeit mit dem Auto auf der Strecke unterwegs. Verstehen Sie? Es ist schlichtweg überhaupt nicht erkennbar, dass hier ein Komplott gegen Sie vorliegen würde von irgendwelchen Leuten, die Sie von der Straße haben wollen. Nein, sie hat sich da auch mit Sicherheit unglücklich ausgedrückt. Sie sehen ja, wir haben von Anfang an mitgeteilt, es wird überhaupt nicht bestritten, dass sie gefahren ist, dass sie an dieser Stelle war. Es geht ihr eben nur darum. Es gibt ja ein Gutachten eines Sachverständigen. Der Sachverständige ist der Herr, der dort sitzt. Ja. Kennen Sie das Gutachten? Ja, ja. Mein Anwalt hat es mir vorgelesen. Mhm. Vorhaltblatt 32 der Akten heißt, die Kollisionsgeräusche waren im Inneren des Mercedes deutlich zu hören und als solche zu qualifizieren. Sie wollen gleichwohl dabei bleiben, dass Sie es nicht gehört haben. Nein, ich habe es nicht gehört. Gut, sonst keine Fragen mehr? Wenn Sie der Richter beginnt mit der Beweisaufnahme. Erster Zeuge ist Patrick Behrens, 24 Jahre alt, ledig, von Beruf Speditionskaufmann, wohnhaft in Garching. Nun erzählen Sie mal, wie es aus Ihrer Sicht zu dem Verkehrsunfall am 25.03. gekommen ist. Ja, gut. Also ich war gegen etwa 18 Uhr, war ich auf dem Professor-Angermeyer-Ring und wollte Richtung Freising fahren. Als ich an die Einmündung, also auf Sichtnähe an die Einmündung der Danziger Straße kam, sah ich, dass ein Mercedes, also der Mercedes von Frau Rickhoff, fuhr dieser Mercedes einfach in diese Straße ein. Also er fuhr mir direkt vor die Schnauze, sodass ich reflexhaft nur eine Vollbremsung machen konnte. Leider fuhr der Mercedes dann aber auch noch so Richtung Mitte der Straße, dass er mich geradezu nach links abdrängte. Mhm. Dadurch landete ich dann links an den parkenden Fahrzeugen und unmittelbar darauf fuhr mir dann von vorne eben der Wagen von Frau Maywald auf. Und der Mercedes fuhr halt einfach weg von dem Unfallort, sodass ich erst annahm, dass das Unfallflucht wäre. Sie sind auf diesem Ring gefahren. Wie schnell sind Sie ungefähr gefahren? Ich bin meinen Empfinden nach in dieser zulässigen Höchstgeschwindigkeit gefahren, also 50, um die 50. Als Sie in die, also sich in die Höhe der Einmündung kamen. Ja. Was hatten Sie für ein Fahrzeug? Ein Scirocco. War der neu? Nee, den hatte ich mir eben gerade am Vortag gekauft. Und das heißt, mit diesem Fahrzeug hatten Sie keine Fahrpraxis? Ich bin schon öfters von Freunden so ein Scirocco gefahren. Mhm. Also Sie meinen also, Sie kannten sich auch mit dem Scirocco aus? Ja, allerdings sehr gut sogar. Wo war der Mercedes, als Sie ihn das erste Mal wahrgenommen haben? Ich sah ihn langsam an meine Straße heranfahren. Sie haben also den Mercedes noch in der Seitenstraße drin fahren sehen? Ja, ja. Mit einer Geschwindigkeit, wie haben Sie die eingeschätzt? Sehr langsam, so als wenn man anhalten möchte. Kommen Sie doch mal vor hier, wir haben eine Skizze. Wo war das der Mercedes, als Sie dann auf die geparkten Autos draufgeknallt sind? Also als ich hier das erste Mal die starke Kollision hatte. An den, wo war da der Mercedes? Da war er so gut wie auf gleicher Höhe. Also er müsste fast auf gleicher Höhe gewesen sein. Sie waren also auf gleicher Höhe und wie nehmen Sie Ich schätze einen Meter vorher, also vor mir war er noch, ja. Also war fast auf gleicher Höhe, aber einen Meter nach vorne zu Ihrem Fahrzeug versetzt. Ja. Und wie viel waren Sie seitlich auseinander? Zum Zeitpunkt des Aufpralls, meinen Sie jetzt? Halben Meter. Der Mercedes ist weitergefahren. Der Mercedes fuhr einfach weg von dem Unfall. Und dann kam ja noch ein weiterer Umstand hinzu. Ihnen kam ein Fahrzeug entgegen. Entgegen. Und ich war ja auf der falschen Fahrbahn durch den Unfall. Und unmittelbar darauf, also ich konnte kaum so schnell schauen, kracht es von vorne halt auf mich drauf. Und der Schaden, der angerichtet wurde, waren 3.000 Mark. Auf die Frage nach seinen Verletzungen gibt der Zeuge an, er habe sich eine leichte Kopfwunde zugezogen, die jedoch gut verheilt sei. Gibt ja einen Strafbefehl gegen Sie, den habe ich auch schon angesprochen. Ja.
Steht drin, da sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer nicht einhielten, sondern mit einer Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometer fuhren. Jetzt haben Sie wieder gesagt, Sie seien doch 50 gefahren. Also mein Empfinden nach war dieses Tempo etwa um die 50, keine 70. Ja, wissen Sie, ich frage nur deswegen nach, weil wenn ein Strafbefehl ergeht, wo drin steht, dass einer 70 gefahren ist, und er nimmt den Strafbefehl an, dann ist er ja spätestens in diesem Zeitpunkt der Überzeugung, ich bin eben doch zu schnell gefahren. Natürlich kann ich mich verschätzen, verstehen Sie? Frau Staatsanwältin, haben Sie Fragen? Ja, Herr Behrens, wie war denn Ihr Empfinden bei Ihrer Beschuldigtenvernehmung am 26.03.92? Da haben Sie ausgesagt, Vorhaltblatt 19 der Akten, ich fuhr mit ca. 60 km/h. Wie kommt es denn dann dazu, dass Sie damals das Empfinden hatten, mit ca. 60 km/h gefahren zu sein und heute haben Sie das Empfinden, mit ca. 50 km/h gefahren zu sein? Ich kann mich offen gestanden nicht mehr erinnern, dass ich dort 60 gesagt haben soll. Die Frau Steiner hat auch am 26.03.92 bei der Polizei angegeben, mein Freund, also das sind Sie, wie ich annehme, gewesen, fuhr ziemlich schnell. Ich habe ein paar Mal auf den Tacho geschaut, da fuhr mein Freund ca. 100 km/h. Diese 100 sind für mich absolut absurd, ja. Waren Sie denn am 26. März, also einen Tag nach dem Unfall, schon zerstritten mit der Frau Steiner? Ja, wir hatten keinen Kontakt mehr. Wir fuhren getrennt vom Krankenhaus weg. Wir hatten uns irgendwie die Tage vorher halt schon sehr oft auseinandergesetzt und dann war es für mich nicht verwunderlich, dass sie gegen mich aussagte. Was stimmt jetzt, Herr Behrens? Das, was Sie damals bei der Polizei gesagt haben? Ja? Oder das, was Sie uns heute erzählt haben? Ich denke, dass es wohl so gewesen sein wird, wie ich es bei der Polizei gesagt habe. Also seitdem sind ja einige Monate vergangen. Mhm. Und da hatte ich das sicher besser in Erinnerung. Gilt das dann auch für die 60 km/h? Ja, sicher. Das hätten Sie auch schon auf Vorhalt der Frau Staatsanwältin so erklären können. Herr Verteidiger, haben Sie Fragen? Ja, Herr Behrens. Meine Mandantin hat mir erzählt, Sie haben ihr zusammen mit Ihrer neuen Freundin, der Frau Maywald, einen Blumenstrauß überreicht, haben sich bedankt für Ihr Glück, an dem Sie mit dem Unglück schuld waren. Ich frage nur, bezogen auf die heutige Situation, ob Sie bereit wären, den Strafantrag zurückzunehmen. Ich würde den Strafantrag zurücknehmen. Nehmen Sie ihn zurück oder würden Sie ihn zurücknehmen? Ich nehme ihn zurück, ich drücke mich so aus. Gut. Der Richter lässt die Rücknahme des Strafantrages protokollieren. Die Staatsanwältin bejaht allerdings weiterhin das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung bezüglich der Verletzung des Zeugen Behrens. Als nächste Zeugin wird Sabine Steiner aufgerufen. Sie ist 22 Jahre alt, ledig und wohnt in Ismaning bei München. Ich bin Haarstylistin in Ismaning. Friseuse. Ja. Schildern Sie kurz, wie es zu dem Unfall gekommen ist, aus Ihrer Sicht. Ja, also mein damaliger Freund, der Patrick, hatte mich abgeholt gegen 18 Uhr, um eine Probefahrt zu machen mit dem neuen Wagen, den er sich einen Tag vorher gekauft hatte. Zuerst waren noch zwei Freunde dabei und nachher sind wir zu zweit gefahren. Und er ist halt sehr schnell gefahren. Ich habe zu Beginn der Fahrt auf den Tacho geschaut und da waren es 100 km/h. Wir haben uns dann auch gestritten deswegen. Mhm. Haben Sie ihm gesagt, wie schnell er fährt? Das habe ich ihm nicht gesagt. Ich habe gesagt, fahr langsamer. Ich habe Angst. Mhm. Hat er es auch gemacht? Nein, er ist eigentlich bei der Geschwindigkeit geblieben. Frau Steiner, also der fuhr unverändert mit derselben Geschwindigkeit weiter. Es kann sein, dass es etwas langsamer war, aber es war absolut erhöhte Geschwindigkeit. Haben Sie da nochmal auf den Tacho geschaut? Nein. Ich kann die auch schwer schätzen, weil ich selber ja nicht fahre. Gut. Jetzt mal dann zu dem Unfallgeschehen. Mhm. Sie fahren auf diesem Ring? Ja, das war Professor Angermeier Ring, Richtung auswärts sind wir gefahren. Und plötzlich fuhr halt rechts vor uns dieser Mercedes rein. Der Patrick hat dann gebremst. Da wir natürlich zu schnell waren, kam das Auto ins Schleudern und wir haben dann da einen parkenden Wagen, sind wir aufgeprallt und sind dann frontal mit einem anderen Wagen zusammengeprallt. Wann haben Sie diesen Mercedes, der da reinfuhr, das erste Mal gesehen? War der da schon in Ihrer Straße drin? Ja, ich habe ihn, glaube ich, unmittelbar kurz bevor er einbog gesehen. Kommst du mal kurz gerade her, bitte. Es gibt ja eine Skizze, schauen Sie. Wie schnell fuhr das Fahrzeug, der Mercedes? Der war recht langsam, als er einbog. Und der fuhr halt in der Mitte der Straße. Das war noch hat der irgendwie angehalten mal?
Nee. Nein. Nehmen Sie noch mal bitte wieder Platz. Wie es zu dem Anprall der Fahrzeuge kam, das heißt Ihr Fahrzeug an das geparkte Fahrzeug, wo war denn da der Mercedes? Also ich habe nicht mehr geschaut, aber der ist gefahren. Also die haben nicht angehalten, die sind weitergefahren. Ja, der fuhr, das ist schon richtig. Ja. Ich will wissen, wo er war in dem Zeitpunkt des Zusammenstoßes. War er da neben Ihnen, war er schon weit weg? Also es tut mir leid, es war auch so ein Schock für mich. Ich habe da wirklich nicht mehr geschaut dann. Ich bin mit dem Kopf gegen das Handschuhfach geknallt und dann habe ich wirklich nicht mehr... Gegen das Handschuhfach? Ja, nach vorne drauf bin ich. Ich habe mir nicht den Kopf. Doch, aber ich habe den Gurt immer etwas lockerer und deswegen hat es wohl nicht so gehalten. Dafür habe ich ja jetzt auch noch hier die kleine Narbe. Das ist ja immer noch übrig. Ja. Ist ja nicht der Sinn des Gurtes, dass man ihn locker hält. Haben Sie den so weit von sich weggehalten, oder wie? Ja, ich halte ihn oben immer ein bisschen weg, weil es drückt mich so hier oben. Ja, und dann haben Sie die Stirnverletzung. Die kann man ja auch jetzt noch sehen. Ja, es hat auch ziemlich geblutet und danach habe ich dann nicht mehr nach anderen Wagen geschaut. Ja, gut. Frau Staatsanwältin, keine Fragen? Herr Sachverständiger, haben Sie Fragen? Ich hätte eine Frage. Hat der Herr Behrens einmal stark gebremst oder war das nur ein konstantes Bremsen bis zum Anstoß? Nee, das war einmal sehr stark. Einmal sehr stark? Ja. Danke. Sonst noch von irgendeiner Seite Fragen? Keine Frage. Frau Rieckhoff, wenn Sie Fragen haben, können Sie auch Fragen stellen. Ja, ich habe keine Fragen. Ich bin erschüttert. Na, hören Sie nur gut zu, damit wir nachher dann uns auch einig sind, was gewesen ist in der Hauptverhandlung, was die Leute gesagt haben, gell? Die Zeugin erhält eine Kassenanweisung und kann sich ihre Unkosten an der Gerichtskasse erstatten lassen. Nächster Zeuge ist Polizeimeister Huber von der zuständigen Polizeiinspektion. Sie haben die Unfallaufnahme gemacht, eine Skizze gemacht. Stammt die von Ihnen, wenn Sie es kurz vorschauen? Ist von mir, ja. Sie haben hier die Fahrtrichtung eingezeigt, dieses Einbiegen den PKWs Mercedes. Ja. Der sollte nach dem Tatgeschehen also diesen hier ankommenden Scirocco abgedrängt haben, die Vorfahrt genommen haben und dann später geflüchtet sein, nachdem es hier zum Unfall gekommen war. Die Bilder sind auch von Ihnen gefertigt worden, gell? Die sind auch von mir gemacht worden. Ja. Da gibt es ja keine Mittellinie, wenn ich das richtig sehe. Jetzt haben Sie ja hier diese Einbiegepfeil so gezeichnet, dass man sagt, naja, derjenige, der da einbog, der blieb auf seiner Straßenhälfte, in Anführungszeichen. Bei mir hat es also bloß geheißen, er wäre also rausgefahren und also hätte einen ziemlich großen Bogen in die, den Professor Angermeyer-Ring reingemacht. Gut. Dann wird Gloria Maywald aufgerufen. Sie wohnt in Garching, ist 24 Jahre alt, ledig und Schweizer Staatsangehörige. Studentin? Ja. Was studierend? Also ich bin angehende Industriedesignerin. Also studieren Sie Industriedesign? Ja. Gut. Jetzt erzählen Sie mal, was sich da ereignet hat an der Einmündung mit der Danziger Straße. Also ich habe von links einen orangefarbenen Mercedes kommen sehen. Gleichzeitig auf der entgegenkommenden Fahrbahn ist Patrick gefahren und der orangefarbene Mercedes machte keine Anstalten zu bremsen, also den Vortritt dem anderen zu lassen, ist in großen Bogen in den Professor Angermeyer-Ring eingebogen, also in meine Gegenfahrbahnrichtung. Ich habe das gesehen und bin voll auf die Bremsen getreten, weil ich, also ich sah, jetzt knallt. Also ich dachte, dass der Patrick eben dann in orangefarbenen Mercedes reinfährt. Der Patrick ist der Herr Behrens, der Ihnen mit einem Fahrzeug entgegenkam. Ja. Um das klarzustellen, das war der Scirocco. Ja. Gut. Ich fahre das täglich und ich weiß, dass da oft Vortritte verweigert werden. Und ich gucke da immer, wer... Sie haben also da hingeschaut und haben den Mercedes gesehen. Ja. Frau Maywald, können Sie mir sagen, wo sich der Mercedes in dieser Einmündungsstraße befunden hat, als Sie ihn das erste Mal gesehen haben? Er war kurz vorm Einbiegen. Kommen Sie doch mal bitte vorher an die Skizze, vielleicht können Sie das am besten zeigen. Kurz vorm Einbiegen. Wie viel kurz davor? Schauen Sie, das ist die einmündende Straße. Hier kommt der PKW so rausgefahren, der Mercedes. Hier kam der Scirocco und hier kamen Sie mit Ihrem Fiesta. Ist das so richtig? Ja. Kennen sich aus auf der Skizze, ja?
Wenn Sie jetzt von hier kommen, wo war der Mercedes auf dieser Linie, als Sie ihn das erste Mal gesehen haben? Da. Da hier, bei dem R ungefähr. Mhm. Mhm. Mit der Vorderfront? Ja. Gut. Und was haben Sie jetzt dann bezüglich dieses Fahrzeuges beobachtet? Fuhr das ganz langsam, fuhr das schnell, stand das? Nee, es fuhr ganz langsam. Langsam bedeutet Schrittgeschwindigkeit oder was bedeutet das? Also so schnell könnte ich nicht gehen. Schon ein bisschen schneller. Schneller wie laufen, aber nicht rennen oder nein, so. Nein. Also. Gut. Nein. Und wie ist denn jetzt der Einbiegevorgang? Ich habe gesehen, dass er den großen Bogen ausgeholt hat, dann aber auf der normalen Fahrbahn. Mhm. Also nicht so weit rüber kam, dass Sie irgendwie in Bedrängnis gekommen wären. Nein. Gut, und dann haben Sie auch dieses entgegenkommende Fahrzeug gesehen, was dann also nach der Skizze jedenfalls so schräg hier rüber gekommen sein soll. Ja, musste ja ausweichen, weil der... Haben Sie das gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Also ich habe gesehen, dass es... Dachten Sie, es knallt zwischen dem Mercedes und dem Scirocco? Ja, das habe ich gesehen. Also, ja, und dann? Und dann hat es bei mir geknallt. Ja gut, dann muss ja vorher noch was gewesen sein. Dann ist der Scirocco zu Ihnen rübergekommen, auf Ihre Seite. Ja, er ist ausgewichen, klar. Ja, gut. Nehmen Sie mal bitte wieder Platz. Wo war denn der Mercedes, als der Scirocco in die geparkten Fahrzeuge fährt? War der da schon... weit weg, an Ihnen schon vorbei? Nein, und also ich weiß nur, dass er also so um den Aufprall rum war er neben mir, der orangefarbene Mercedes. Der Aufprall zwischen Ihrem Fahrzeug und dem Scirocco? Ja. Haben Sie in Ihrem Fahrzeug den Aufprall des Scirocco auf die geparkten Fahrzeuge gehört? Ja. Konnte man das hören? Ja. Gut, wie sind Sie verletzt worden? Vernommen worden sind Sie im Krankenhaus? Also ich bin voll mit dem Fuß auf die Bremse gegangen und dann beim Aufprall bin ich zur Seite geknickt und habe meine Bänder dabei gerissen. Ich musste da im Spital behandelt werden. 3 Tage war ich im Spital, 6 Wochen hatte ich einen Verband. Also es ist gut geheilt, also ich habe jetzt nichts mehr davon. Also ein Bänderriss im Fußknöchel, im rechten? Ja. Folgenlos verheilt? Ja. Sonst noch Verletzungen? Keine Verletzung, aber ich hatte, das Dumme daran war, dass ich 2 Tage später mündliche Abschlussprüfung gehabt hätte und die konnte ich nicht antreten. Und das heißt, dass ich ein halbes Jahr meine Ausbildung verzögert hat. Papi muss ein halbes Jahr länger bezahlen. Ich hätte eine Anfangsstelle antreten können und das konnte ich dann eben auch nicht. Das hat ja keinen Sinn, wenn ich die Abschlussprüfung nicht habe. Wie hoch ist denn der Schaden an Ihrem Fahrzeug? 1500 Mark. Was war denn da kaputt? Vorne? Front eingedrückt. Blechschaden. Gut. Frau Staatsanwältin, haben Sie Fragen? Nein. Keine. Gut. Dann bedanke ich mich. Sie dürfen da bleiben, Sie können aber auch gehen. Darf ich das noch sagen, dass ich meine Strafanträge gerne zurücknehmen möchte? Natürlich dürfen Sie das sagen. Sie möchten einen Strafantrag oder Strafanträge? Also gegen Sie möchte ich gerne zurücknehmen, weil es mir nicht darum geht, dass ihm bestraft wird. Obwohl auch Gloria Maywald ihren Strafantrag gegen Frau Rieckhoff zurücknimmt, bejaht die Staatsanwältin weiterhin das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung. Dann wird Annemarie Clausen aufgerufen. Frau Clausen, sind Sie bitte so gut und nehmen an dem kleinen Tisch in der Mitte Platz. Frau Clausen, Sie heißen mit Vornamen Annemarie und sind eine geborene Reichel. So ist das richtig. Geboren sind Sie wann? Am 10.03.22. Und wo? In Chemnitz. In Chemnitz. Familienstand? Geschieden. Geschieden, Rentnerin, deutsche Staatsangehörige? Ja. Sie sind mit der hier angeklagten Frau Rieckhoff nicht verwandt und nicht verschwägert? Nein. Es geht um einen Unfall, der sich ereignet hat am 25.03.1992 um 18 Uhr. Und es ist so, dass das Fahrzeug von der Frau Rieckhoff dabei gewesen sein soll und in diesem Fahrzeug sollen Sie mit drin gesessen haben. Was können Sie dazu erzählen? Ja, wir waren bei einer Geburtstagsfeier bei einer Freundin und wir waren an sich sehr vergnügt, denn unsere Freundin ist 75 gewesen und war sehr aufgelockert. Wir haben uns noch darüber gefreut und... mehr kann ich eigentlich dazu im Großen und Ganzen nicht sagen. Gut, wann sind Sie denn ungefähr bei der Freundin weg? Es war so gegen 18 Uhr. Gegen 18 Uhr. War es hell, dunkel?
Es war noch hell. Noch hell. Meine Freundin legte Wert darauf, dass wir rechtzeitig, also noch bei Helligkeit, wegfahren. Gut. Hatten Sie es eilig? Nein, nein. Ist Ihnen jetzt, nachdem Sie wissen, wo sich das ereignet haben soll, irgendwas noch in Erinnerung, wenn Sie an diese Fahrt zurückdenken, was besonders war? Ja, also wenn eine Nonne auf dem Fahrrad etwas Besonderes ist, dann ist mir diese Besonderheit aufgefallen, ja. Was hat die Nonne denn gemacht, dass sie Ihnen aufgefallen ist? Ja, die Nonne, ich wurde erst durch meine Freundin auf die Nonne aufmerksam gemacht, denn sie sagte, guck mal, wie freundlich die Nonne uns dazu winkt. Also da war das praktisch schon geschehen, das Winken der Nonne. Gut, war danach irgendwas, dass die Frau Rieckhoff gesagt hat, mit der Nonne ist irgendwas? Also sie fand die Nonne nur insofern bemerkenswert, als sie so sehr freundlich war und sie knüpfte daran noch eine scherzhafte Bemerkung, dass Nonnen wahrscheinlich deswegen so freundlich sind, weil sie keinen Ärger mit irdischen Männern haben. Mhm. Gut. Sie als Geschiedene haben da möglicherweise einschlägige Erfahrungen gehabt. Durchaus, gut. Ja. Frau Clausen, Spaß beiseite. Vorher soll es zu einem Unfall gekommen sein. Und zwar ist es so, dass sich das ungefähr 2 Meter neben Ihrem Fahrzeug, in dem auch Sie saßen, abgespielt haben soll. Die Beschädigungen, kommen Sie mal bitte vor, sind deutlich größer als Kratzer und Schrammen, sondern deutlich beschädigte Fahrzeuge. Ja, ich sehe es. Ja? Ja. Und nachdem Sie das so gesehen haben, Frau Clausen, frage ich Sie dann jetzt, ob Sie während dieses Einbiegevorganges, Frau Clausen, irgendetwas gehört haben an Geräuschen, was man üblicherweise mit einem Verkehrsunfall zwischen Autos in Verbindung bringt. Ich habe ein Geräusch gehört, ja. Gut, dann nehmen Sie mal bitte wieder Platz. Was war denn das für ein Geräusch? Nun, es war unmittelbar vor der Szene mit der Nonne. Mhm. Ich hörte ein Geräusch, also wie Blech, und sagte zu meiner Freundin, was war das eben für ein Geräusch? Ein Geräusch wie Blech. So ist es. Das war hörbar im Auto. Ja, ja. Nachdem Sie also dieses Blechgeräusch gehört haben, was haben Sie dazu der Frau Rieckhoff gesagt? Ich habe nur gesagt, was war das eben für ein Geräusch? Ja, und was hat sie dann gesagt? Sie ist nicht darauf eingegangen. Sie kam mit dem Hinweis auf die Nonne. Gut. Nun geht es einem ja öfter mal im Leben so, dass jemand nicht auf das eingeht, was man sagt, dann sagt man es halt noch einmal. Ich habe es nicht noch einmal gesagt, nein. Warum nicht? Ich kann es nur so erklären, durch die scherzhafte Bemerkung, wir haben beide gelacht, dass ich da irgendwie abgelenkt war. Ja, und die Frau Rieckhoff ist dann ungebremst nach dem Winken der Nonne und nach ihrer Bemerkung weitergefahren. Ganz normal weitergefahren. Wir sind ganz normal nach Hause gefahren. Frau Staatsanwältin, haben Sie Fragen? Ja, Frau Clausen, haben Sie sich mit der Frau Rieckhoff dann später, nachdem die Polizei da war und ihr das alles vorgehalten wurde, nochmal über diese Sache unterhalten? Ich habe natürlich, nachdem ich polizeilich vernommen worden war, war mir klar, dass dieses Geräusch doch... Und ich habe natürlich versucht, mit meiner Freundin darüber zu sprechen, aber sie ist nicht darauf eingegangen. Und ich habe gemerkt, dass ihr das... Sie hat es irgendwie abgewiesen, ich habe da nicht weiter insistiert. Sie haben aber bei der Polizei, wenn ich es recht in Erinnerung habe, gar nichts von einem Geräusch gesagt. Ja. Sie müssen sich direkt mal schauen. Ja, wahrscheinlich haben Sie mich nicht danach gefragt. Sie müssen auch die Wahrheit sagen, wenn Sie nicht ausdrücklich nach Einzelheiten gefragt werden. Vielleicht habe ich es verdrängt, ich weiß es nicht. Frau Clausen, zu dem Zeitpunkt, als Sie da vorbeigefahren sind und ein Geräusch, wie Sie sagen, gehört haben. Hatten Sie da irgendeinen Anlass, Sie oder das Fahrverhalten der Frau Rieckhoff mit diesem Unfall in Verbindung zu bringen? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht damals. Annemarie Clausen wird entlassen. Nächste Zeugin ist die bereits mehrfach erwähnte Nonne, die in Garching im kirchlichen Sozialdienst arbeitet. Frau Schirmer, wenn Sie bitte hier vorne an dem kleinen Tischchen Platz nehmen. Walburga heiße ich.
Sie heißen Schwester Walburga. Ursprünglich hießen Sie Waltraud Schirmer. Ja. Und so heißen Sie für uns auch weiterhin. Ja. Geboren sind Sie am 9.7.1958. Ja. Sie sind ledige Ordensschwester vom Orden der Mallersdorfer Schwestern. Mhm. Ist das so richtig? Mhm. Wenn ich was Falsches sage, müssen Sie mich verbessern. Gut. Es geht um einen Verkehrsunfall, den Sie beobachtet haben sollen am 25. März diesen Jahres. Können Sie sich daran erinnern? Da kann ich mich sehr gut daran erinnern. Ich war da mit dem Fahrrad unterwegs, von einem Krankenbesuch zum anderen. Und ich hatte es auch irgendwie schon sehr eilig. Also in unserem Orden geht nicht alles so stehenden Schritts. Wir haben auch unseren Stress. Und ich war da kurz vor der Danziger Straße, als ich einen Mercedes in die vorfahrtsberechtigte Straße, das war der Professor Angermeier Ring, einbiegen sah, nach rechts. Er war nicht schnell unterwegs und in einem großen Weidenbogen, also ungefähr bis zur Mitte ist es gekommen. Gleichzeitig kam allerdings mit etwas erhöhter Geschwindigkeit wohl ein brauner PKW daher, der dem Mercedes ja ausweichen musste und so auch ins Schleudern geriet und an zwei geparkte, auf der gegenüberliegenden Seite geparkte Wegen geriet. Und gleich darauf ist ein entgegengesetzter Richtung ein Fahrzeug entgegengekommen, ein grünes, mit dem er frontal zusammenstoßen musste. Zack, zack ging es. Und ich war wirklich sehr erschrocken, sprang vom Rad. Da war der Mercedes also kurz vor mir auf der Fahrbahn. Und ich habe da noch gewunken. Ich habe gemeint, bleiben stehen. Haben Sie die Nummer abgelesen? Dass ich sie mir gemerkt habe, da ist nur dran schuld, der Pater Groß, der bei den Jesuiten ja Pfarrer ist. Und die Jesuiten... Wissen Sie das Kennzeichen heute noch? Das weiß ich deswegen, weil dann die Jesuiten... Dann sagen Sie es mir doch bitte mal. Wie heißt es denn, das Kennzeichen? MSJ 741. Und zwar die 741 ist deswegen, habe ich mir deswegen so gut gemerkt, weil der Pater Groß hat die telefonische Durchwahl. Ich kenne ihn nun wirklich sehr gut, weil er eben an der Hochschule Vorlesungen liest. Cool. SJ ist die Abkürzung für Societas Jesu, also der Jesuiten. Genau. Das eine ist die Gesellschaft Christi und das andere ist die Durchwahl vom Pater. Ja. Wunderbar. Sie haben jetzt gesagt, dieser Mercedes kam aus der Einmündung raus. Mhm. Wie schnell fuhr er denn? Schwer zu schätzen, ich denke 20 mehr. Also langsam. Mehr 20 Kilometer langsam. Erkennbar langsam. Ja, jetzt kommen Sie doch mal kurz vorher hier zu mir an die Skizze. Ja, gerne. Eine Frage nämlich, wenn Sie jetzt hier, schauen Sie mal, hier ist die Einmündung. Ja? Ja. Da kommt der Mercedes raus, hier kommt dann der braune Wagen und da der grüne. Und Sie kommen wohl hier lang, oder? Wo waren Sie da ungefähr, wie Sie das erste Mal so hier mitbekommen, dass da ein Fahrzeug rausfährt? Ich war circa hier, denke ich. Also ziemlich weit zurück? Ja. In Metern ungefähr, 50 Meter, 100 Meter? Na, sagen wir 40. 40 Meter, 40. Gut. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Da haben Sie das also gesehen? Ja. Wie waren denn dann die Geräusche? Durch den ersten Anstoß? Sehr laut und Schlag auf Schlag ging das. Und laut? Und laut. Also ich bin richtig erschrocken. Ich bin wirklich vom Rad gesprungen, wie vom Donner gerührt. Und mein erster Gedanke war nur, das sind Verletzte. Und das war es ja auch. Haben Sie dann in den Mercedes mal reingeschaut? Wie es gekracht hat? Geguckt, wo der ist und wer da drin sitzt? Zwei ältere Damen. Gut. Und wir haben ja auch Blickkontakt gehabt. Ich habe es ja gesehen, ich habe eben gedacht, die müssten stehen bleiben jetzt. Also die haben zu Ihnen geguckt, aber nicht auf die andere Straßenseite rüber, wo der Unfall war. Ach nee, da nicht mehr. Letzter Zeuge ist Jürgen Meyer, dessen geparktes Auto durch den Aufprall von Patrick Behrens PKW stark beschädigt worden war. Er berichtet, dass die Reparatur des Schadens 2.500 Mark betragen habe. Tja, Frau Rieckhoff. Gleich werden wir noch den Sachverständigen hören. Sie haben ja vorhin mal angedeutet, dass da irgendein Komplott gegen alte Leute ist, die man von der Straße schaffen will. Gut. Haben Sie den Eindruck, dass die hier alle stramm gelogen haben? Schauen Sie mal, Ihre eigene Freundin, die Frau Clausen? Nein, natürlich nicht. Gell? Die hat doch einen ganz guten, glaubwürdigen Eindruck gemacht. Na gut, wir werden jetzt mal den Sachverständigen hören und dann schauen wir mal weiter.
Bitte sehr, Herr Mann. Sie können sitzen bleiben. Ich berechne zuerst die Geschwindigkeit des Herrn Behrens. Der ist also zunächst bremsend in die Einmündung gefahren und ist dann gegen die geparkten PKWs gestoßen. Die Polizeibeamten haben 25 Meter lange Bremsspuren festgestellt. Die Fahrbahn war nass und damit berechnet sich dann schließlich die Reaktionsgeschwindigkeit des Herrn Behrens zu etwa 73 km/h. Das heißt, wenn er also die zulässige Höchstgeschwindigkeit eingehalten hätte, wäre also weder mit dem einbiegenden Pkw zur Kollision gekommen und schon gar nicht mit den geparkten PKWs. Insofern ist die Geschwindigkeitsüberhöhung als mitkausal für den Unfall zu sehen. Es interessiert dann auch natürlich noch die Frau Maywald. Die ist gegen den stehenden Scirocco, der schon kollidiert war, gestoßen. Also eine verspätete Reaktion kann man ihr nicht nachweisen. Und der dritte Komplex ist die Frage, die hier im Wesentlichen interessiert natürlich, ob die Frau Rieckhoff den Unfall, der da in dem Zusammenhang geschehen ist, erkennen konnte. Da ist entscheidend natürlich, wo sie war, als es zwischen den drei Fahrzeugen gekracht hat, vier Fahrzeugen. Rückrechnen kann man das über die Reaktion des Herrn Behrens. Und dann errechnet sich, dass sie in dieser Zeitspanne, also in der der Herr Behrens reagiert, bis dann die erste Kollision war, in der Größenordnung von etwa 11 Meter gefahren ist. Wenn man es das in die Skizze überträgt, dann ergibt sich, dass sie zu dem Zeitpunkt, als die Kollision war, also die zweite spätestens, in der Größenordnung von höchstens 10 bis 15 Meter vom Kollisionsherd sozusagen entfernt war. Das heißt also, es gibt aus technischer Sicht gar keinen Zweifel, dass in der Situation, wo die Frau Rieckhoff war, dass sie da ein sehr deutliches, dumpfes, typisches Kollisionsgeräusch gehört hat. Oder das, ich möchte besser so sagen, dass es im Pkw zu hören war. Und nur ein Schwerhöriger kann sowas nicht hören. Wenn also die Frau Rieckhoff sagt, sie wäre nicht besonders ihrem Hörempfinden beeinträchtigt, dann habe ich dafür nur eine Erklärung, also dass man es eben gehört haben musste in diesem Pkw. Vielen Dank, Herr Wiedemann. Danke. Ja. Ist die Beweisaufnahme durchgeführt. Vielleicht noch einen Hinweis, Frau Rieckhoff, weil, wissen Sie, es soll ja kein falscher Eindruck entstehen und Ihre eingangs gemachte Bemerkung geht mir immer noch durch den Kopf. Es geht nicht darum, irgendwelche alten Leute aus dem Verkehr zu ziehen, weil sie alt sind, sondern es geht darum, jeden Verkehrsteilnehmer, egal ob er jung oder alt ist, wenn er was zu verantworten hat, dafür auch zur Verantwortung zu ziehen. Ein junger Rowdy wird genauso behandelt wie eine alte Dame, die auch einen Fehler macht. Herr Rechtsanwalt, um was geht es Ihnen denn konkret? Ich will zunächst einmal fragen, ob es sinnvoll ist, dass ich um Unterbrechung bitte und würde mit meiner Mandantin besprechen. Allerdings sage ich Ihnen nicht, besprechen die Möglichkeit der Einspruchsrücknahme, sondern eine andere Möglichkeit, die die Strafprozessordnung vorsieht. Sie wollen unterbrechen, um mit Ihrer Mandantin zu besprechen, wobei Sie eine Einspruchsrücknahme nicht in den Raum stellen, sondern eine Einstellung nach 153a. So ist es, ja. Kurz und knapp. Der Richter unterbricht die Sitzung, um dem Verteidiger Gelegenheit zu geben, das bisherige Verhandlungsergebnis mit seiner Mandantin zu besprechen. Die Staatsanwältin erwartet von der Angeklagten, dass sie ihre Schuld einsieht. Sie würde sonst einer Verfahrenseinstellung nicht zustimmen können. Es gibt insbesondere eins, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Sie haben das praktisch dem Gericht vorgeworfen. Hier würde nur gegen Sie vorgegangen, deshalb wegen Ihres Alters würde gegen Sie vorgegangen. Das hat einen sehr schlechten Eindruck gemacht. Das Gericht und auch die Staatsanwaltschaft sind da nicht begeistert davon, weil die das als Vorwurf auffassen. Aber Situation ist folgende. Der Herr Behrens ist zwar zu schnell gefahren, allerdings nicht so schnell, dass er die Vorfahrt verloren hätte. Das heißt, Sie haben die Vorfahrt missachtet. Das führt zu einer Verurteilung wegen Körperverletzung, wenn auch ein Mitverschulden des Herrn Behrens und der anderen Verletzten vorliegt. Zweitens, was sehr viel gravierender ist, ist die Frage Unfallflucht. Sie sehen ja, das Gericht geht nach dem Gutachten und auch nach der Aussage Ihrer Mitfahrerin davon aus, dass dieses Unfallgeräusch zu hören war in unmittelbarer Nähe von Ihnen. Das heißt also, Sie mussten wissen, dass Sie an dem Unfall beteiligt waren. Das bedeutet Unfallflucht, Verurteilung wegen Unfallflucht,
nicht nur Bestrafung, sondern auch Führerscheinentzug. Mein Gott, dann werde ich ja verurteilt. Das ist unmöglich. Frau Rickhoff, wenn Sie verurteilt werden, müssen Sie den Führerschein abgeben und bekommen den Führerschein nicht automatisch neu. Ja, um Gottes Willen, ich kann doch nicht meinen Führerschein. Ich müsste ja mein Leben umstellen. Ich fahre dreimal im Jahr in Urlaub und wie soll ich das machen? Ich bin daran gewöhnt. Also steht ja auch in dem... Es steht ja auch, dass ich nach ein halbes Jahr entzogen kriege. Nein, Sie bekommen den Führerschein nicht automatisch wieder. Gerade bei älteren Leuten wird man eine Prüfung ansetzen, eine medizinisch-psychologische Prüfung. Das sind sehr unangenehme Dinge. Und nur dann bekommen Sie, wenn überhaupt, wenn Sie diese Prüfung bestehen. Ich bitte Sie, ich habe vor mehr als 50 Jahren den Führerschein gemacht. Wie soll ich das heute noch machen? Das könnte ich ja gar nicht, die Fragen alle beantworten. Aber das müssen Sie verhindern. Ich will nicht verurteilt werden. Das ist unmöglich. Das ist schrecklich. Weiterleben. Wenn ich verurteilt bin, das geht nicht, das müssen Sie verhindern. Ich hatte ja, es gibt eine Möglichkeit im Gesetz, ich hatte das ja schon angesprochen, ja. Allerdings hat die Staatsanwältin schon nicht sehr positiv reagiert, denn diese Möglichkeit, Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung einer Buße, bedarf der Zustimmung der Staatsanwaltschaft und des Gerichts. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass Sie einfach aus deren Sicht keine Einsicht gezeigt haben. Ja. Einsicht könnte erst mal durch eine entsprechende Erklärung von Ihnen kommen. Und zweitens vielleicht auch, dass wir anbieten, dass Sie die Fahrerlaubnis, den Führerschein freiwillig zurückgeben. Ja. Das sollten Sie sich bitte mal überlegen. Ja, ich habe ihn hier bei mir. Sie hatten ja verloren. Ja. Gut, wir könnten ja dem Gericht, bitte überlegen Sie sich das, denn im Endergebnis würden Sie auch bei einer Verurteilung möglicherweise einen Führerschein kaum mehr bekommen. Aber so ist eine Chance, wäre eine Chance. Ja, aber dass ich um Gottes Willen nicht verurteilt werde, einen Schuldspruch kriege, daran der Führerschein, mein Gott, das ist schmerzlich, aber es gibt Schlimmeres auf der Welt, nicht? Das ist eine freiwillige Buße, bei der Sie selbst einen Vorschlag unterbreiten können, an wen Sie die Buße zahlen wollen. Das ist keine Verurteilung. Sie meinen eine Stiftung oder sowas? Eine Art Stiftung, eine freiwillige. Ach, das ist ein guter Rat. Hängt allerdings, das werde ich versuchen. Hängt allerdings von der Zustimmung des Gerichtes ab, aber Sie könnten das ja vorschlagen. Heute begrüßen wir noch einen weiteren Gast, Gerhard Laub, und er ist Verkehrspsychologe beim TÜV Bayern. Herr Laub, dass der Straßenverkehr immer schwieriger wird, das kann man ja täglich erleben. Wann, glauben Sie, müssen sich ältere Menschen fragen, wann sie dann noch bedenkenlos aktiv teilnehmen können? Also man weiß aus verschiedenen Untersuchungen, spätestens ab dem Alter von 65 Jahren steigt das Unfallrisiko bezogen auf die Fahrleistung deutlich an. Und ab diesem Alter auch sollte man sich regelmäßig darum kümmern, ob es Einschränkungen gibt oder Einschränkungen beginnen. Gibt es da eindeutige Warnsignale? Oh ja, also im Bereich des Sehens beispielsweise, das Unscharfsehen von Objekten, Augenschmerzen nach Blendungen oder auch Rückmeldungen von Beifahrern, Familienangehörigen, dass man sich nicht mehr so sicher mit als Beifahrer fühlt. Nun geht es ja bei Frau Rickhoff ums Gehör. Sie will ja ein Geräusch nicht gehört haben. Ist das so ein Verdrängungsverhalten, was typisch ist für ältere Leute? Muss man wohl in der Regel sagen. Also bei älteren Leuten, vor allen Dingen in sehr hohem Lebensalter, lässt doch in der Regel die Fähigkeit zur Selbstkritik, zur richtigen Interpretation eigenen Verhaltens deutlich nach. Nun hätte ja die Frau Rickhoff eine Eignungsprüfung machen müssen, um den Führerschein wiederzubekommen. Wie sieht denn so ein Test überhaupt aus? Nur dann hätte die Führerscheinbehörde gesagt, sie müssen ein Gutachten beibringen. Es wäre dann bei einer Begutachtungsstelle des TÜV Aufmerksamkeit, Konzentration, Reaktionsverhalten geprüft worden. Ein Mediziner hätte sie auch untersucht und es wäre ein Gutachten erstellt worden über ihre Fahreignung und an die Führerscheinbehörde zu der dortigen Entscheidung gesandt worden. Und was kostet sowas? Das kostet 460 D-Mark. Es wird ja von Fachwissenschaftlern erstellt. Kommen denn zu Ihnen auch Leute freiwillig, um einen solchen Test zu machen? Ja, das gibt es gar nicht so selten, dass jemand aus freien Stücken sich für seine Reaktions- und Wahrnehmungs- und Konzentrationsfähigkeit interessiert. Dann untersuchen wir ihn auf freiwilliger Basis. Wir beraten ihn dann auch, was er tun könnte, was er lassen sollte. Aber das Ganze ist freiwillig und nur eine Beratung. Und es dringt nichts nach außen. Es ist eine Empfehlung wie von einem Hausarzt. Sehr schön. Und kostet das das Gleiche oder kriegen die einen kleinen Bonus, weil es freiwillig war? Nein, das ist deutlich billiger. Das richtet sich nach Aufwand und wird, wenn es gründlich betrieben ist, sicherlich nicht unter 100, 150 Mark zu leisten sein. Nun gibt es ja in Deutschland keine Altersgrenze für das Abgeben vom Führerschein. Wie ist das denn in anderen Ländern? Also eine Altersgrenze gibt es in den meisten anderen Ländern auch nicht, aber es gibt in vielen Ländern, zum Beispiel in Skandinavien, auch in der früheren DDR gab es das, Alterstests, also eine regelmäßige gesundheitliche Überprüfung in höherem Lebensalter.
Also ich weiß, dass mein Vater, da war er 67, hat seinen Führerschein freiwillig abgegeben, war für uns alle natürlich ein Held. Aber ich glaube, so ganz am Alter festmachen kann man es nicht. Nein. Gibt es Unterschiede? Im Alter entwickelt sich die Leistungsfähigkeit sehr stark auseinander. Es gibt viele Fahrer, auch in sehr hohem Lebensalter, die noch durch ihre Fahrerfahrung kompensieren können, ausgleichen können und gute Fahrer bleiben. Aber bei manchen nimmt es eben schon im Bereich 60, 65 Jahre drastisch ab. Ein herzliches Dankeschön, Herr Laub. Bitteschön. Herr Hertel, nun haben sich ja durch die Verhandlung einige neue Gesichtspunkte ergeben. Es steht auch eine Verfahrenseinstellung im Raum. Jetzt könnte ich mir denken, ändert sich auch was in der Versicherungsabwicklung. Denken wir erst an die Sabine Steiner. Mhm. Sie hat den Sicherheitsgurt von ihrem Körper mit den Händen weggehalten. Der Sicherheitsgurt übt eine Schutzfunktion um Becken und Schulter aus. Diese Schutzfunktion hat sie außer Kraft gesetzt. Also musste sich ein bedeutsames Mitverschulden an den Folgen ihres Unfalls entgegenhalten lassen, sicherlich 30%. Sie kann also nur 70% ihres Schadens ersetzt verlangen. Und dann die Gloria Maywald. Man kann ihr zwar kein Verschulden vorwerfen, sie kann aber sicherlich auch nicht sagen, sie habe sich verhalten wie eine Super- oder Idealfahrerin. Das ist der typische Fall einer Gefährdungshaftung. Aus der Betriebsgefahr ihres Pkw. Ich schätze diese Gefährdungshaftung mit 20% ein. Das heißt, Gloria Maywald kann nicht ihren Gesamtschaden ersetzt verlangen, sondern nur 80%. Bei der Hedwig Rickhoff hat sich ergeben, dass sie den Unfall tatsächlich wahrgenommen hat. Und nicht gehalten hat. Das bedeutet, sie hätte an der Unfallstelle bleiben müssen und sich zur Verfügung halten sollen zur Aufklärung. Richtig. Das hat sie nicht getan. Das ist das unerlaubte Entfernen vom Unfallort, auch wenn das Verfahren eingestellt werden sollte. Und das ist zugleich die Verletzung der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der Versicherungsgesellschaft, also eine Obliegenheitsverletzung. Und damit bleibt es dabei, dass die Gesellschaft sie in Regress nehmen wird. Also, wie ich vorhin schon sagte, wird sie mindestens 1.000 Mark von dem Aufwand der Versicherungsgesellschaft zurückzahlen müssen. Dann danke ich Ihnen, Herr Hertel. Herr Rechtsanwalt, was ist jetzt das Ergebnis der Besprechung in der Pause? Herr Vorsitzender, meine Mandantin will selbst eine Erklärung abgeben. Gut, Frau Rickhoff. Ich war fest davon überzeugt, dass ich mit diesem Unfall nichts zu tun habe. Aber ich habe einsehen müssen, dass es nicht stimmt. Ich habe Schuld an diesem Unfall. Und es ist ein großes Glück, dass niemand sein Leben lassen musste deshalb. Und ich habe mich also deshalb schweren Herzens entschlossen, meinen Führerschein zurückzugeben. Denn ich habe ja einsehen müssen, dass ich nicht ganz da bin mehr. Und ich hätte ihn schon vor 2 Monaten... Nach Erhalt des Strafbefehls geben müssen, aber ich hatte ihn verräumt, ich habe ihn nicht mehr gefunden. Und jetzt habe ich ihn vor ein paar Tagen in einer Vase entdeckt, die ich sonst nicht benutze. Ja, und nun gebe ich ihn zurück und da war er für ein halbes Jahr. Moment. Ja, was denn? Was möchten Sie denn sagen? Ja, ich möchte sagen, dass ich Ihnen den zurückgebe und zwar nicht nur für ein halbes Jahr, sondern mein Zustand wird sich ja nicht verbessern. Ich werde in Kürze 80 Jahre alt und ich möchte ihn dann für immer zurückgeben. Herr Vorsitzender, entschuldigen Sie bitte, ich habe mit meiner Mandantin die Möglichkeit 153a besprochen und diese Erklärung gilt selbstverständlich nur unter der Voraussetzung, dass das Verfahren dann so abgeschlossen werden kann. Gut. Ja? Ich möchte ja gerne eine Strafe oder eine Buße bezahlen oder was. Vielleicht kann ich eine Stiftung machen. Gut. Anstelle der Strafe. Denn das wäre für mich so entsetzlich, wenn ich eine vorbestraft würde. Das ist ganz furchtbar. Mein ganzes Leben war ich unbescholten. Ich habe nie mehr etwas zu Schulden kommen lassen. Gut. Ich bitte jetzt Sie. Regen Sie sich nicht auf, Frau Rickhoff. Nehmen Sie mal wieder Platz. Also, wenn ich das jetzt mal juristisch einzuordnen versuche, ist es so, dass Sie, wie Sie sich erklärt haben, Ihre Schuld oder Mitschuld, wie auch immer, an der Verursachung des Unfalles einsehen. Und das ist sehr schlimm, dass ich mich so habe irren können. Also stimmt das, was die Zeugen hier erzählt haben? Ich muss es wohl einsehen, denn ich habe auch nächtelang nachgedacht. Ich habe auch irgendetwas wahrgenommen. Sie haben schon was gehört im Auto, oder? Aber ich habe
Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, vielleicht bin ich über ein Brett gefahren. Ich bin aus allen Wolken gefallen, als die Polizei bei mir erschien an diesem Abend. Sie haben auch was gehört. Darf ich? Ja, aber überlegen Sie doch mal, warum sollte ich eine Unfallflucht begehen? Ich bin doch voll versichert. Darüber machen sich kluge Leute ohne Erfolg seit ewigen Zeiten Gedanken. Ja, aber warum ich jemand Unfallflucht begeht? Ihnen, es war keine... Frau Staatsanwältin, was sagen Sie zu diesem Vorgang? Also ich sage zu diesem Vorgang, dass ich das bisher vermisste Eingestehen einer Mitschuld jetzt endlich habe und höre. Auch wenn es immer noch offenbar schwerfällt, sich mit dieser Unfallflucht auseinanderzusetzen, bin ich ja schon, äußerst dankbar, dass sie eben einsieht, dass schon eine Mitschuld besteht an der Verursachung dieses Unfalls und dass es eben nicht so ist, dass sich da Zeugen zusammenrotten, die Absicht haben, jemand aus dem Verkehr zu ziehen und irgendwelche Angaben zu machen, die nicht zutreffen. Nein, das ist mir rauch. Also im Hinblick auf die Tatsache, dass die Frau Rickhoff ein sehr fortgeschrittenes Alter erreicht hat mittlerweile und bisher, soweit wir es nachprüfen können, jedenfalls unfallfrei gefahren ist. Und im Hinblick darauf, über 50 Jahre, dass sicherlich ein Mitverschulden des Herrn Behrens zu ihren Gunsten anzunehmen ist, sowie im Hinblick darauf, dass vielleicht die Frau Maywald auch etwas spät auf die Gesamtsituation reagiert hat, meine ich schon, dass es vertretbar wäre, allerdings gegen eine deutliche Geldbuße das Verfahren nach 153a dann einzustellen, wenn tatsächlich der Führerschein zurückgegeben wird. Worin der Verteidiger bittet das Gericht, die Mitschuld der anderen Unfallbeteiligten bei der Bemessung der Geldbuße strafmindernd zu berücksichtigen. Und vor allem, Sie wissen ja, gerade bei Leuten in dem Alter meiner Mandantin, besteht der soziale Kontakt über Telefon oder über den PKW noch. Und wenn sie dann wirklich in der Lage ist, das einzusehen und den PKW-Führerschein zurückzugeben, ich meine, das sollte man auch berücksichtigen und honorieren, neben der relativ unglücklichen Situation. Wie hoch soll die Buße sein? Nicht unter 3.000 Mark. 3.000 Mark? Ist die Hälfte vom Strafbefehl? Einverstanden. Ich bin einverstanden. Ja? Eine Monatspension? Aber selbstverständlich bin ich einverstanden. Ich bin sehr glücklich, wenn ich nicht bestrafe. Das wäre entsetzlich gewesen. Mein Mann würde sich im Grabe umdrehen. Gut. Das Protokoll mit der Erklärung der Angeklagten, der Höhe der Geldbuße und dem Einverständnis der Staatsanwältin zur Einstellung des Verfahrens wird vorgelesen. Gut. Frau Rickhoff, damit das dann auch klar ist, das bedeutet, dass Sie ab jetzt keine Fahrerlaubnis mehr haben, weil Sie darauf verzichtet haben. Und Sie haben auch darauf verzichtet, sich in Zukunft um eine neue zu bewerben. Ja. Das heißt, Sie können keine mehr bekommen. Ja. Ist Ihnen das klar? Das ist mir klar. Können also nicht mehr Auto fahren, nur noch Taxi fahren, ja. Bus fahren, U-Bahn fahren, S-Bahn fahren oder bei einer Freundin mitfahren. Ja? Ist Ihnen das klar? Das ist mir klar. Dann ergibt Beschluss mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und der Angeklagten wird das Verfahren gemäß § 153 Klein a Absatz 2 ist die PO vorläufig eingestellt. Der Angeklagten wird zur Auflage gemacht. Bis wann können Sie die zahlen, die 3.000 Mark, Frau Rickhoff? Ja, innerhalb der nächsten 3 Monate. Frau Rickhoff hat einen Vorschlag. Frau Rickhoff. Muss sich um eine gemeinnützige Vereinigung handeln? Ja, ich würde gerne sagen, für notleidende Künstler. Ja, also die führen wir in unserer zugelassenen Liste nicht. Oder für krebskranke Kinder? Es gibt eine Einrichtung, die ist auf jeden Fall gemeinnützig und da gibt es keinerlei Zweifel an deren Gemeinnützigkeit, das ist die Staatskasse. Ja, das wollten wir ja vermeiden. Alle anderen Einrichtungen sind immer höchst fraglich, ob sie sich tatsächlich nachher auch als gemeinnützig erwiesen haben. Deswegen werden die zugunsten der Staatskasse gezahlt. Ein vernünftiges Ergebnis alles in allem. Ein kleiner Trost für Frau Rickhoff, sie muss statt 6.500 Mark Strafe lediglich 3.000 Mark Buße zahlen. Außerdem entfallen die Gerichtskosten. Wie schwer es Frau Rickhoff fällt, die Fahrerlaubnis für immer abzugeben, kann wohl jeder von uns nachvollziehen. Denn früher oder später muss sich jeder Führerscheininhaber damit abfinden, auf das geliebte Papier für immer zu verzichten. Auf jeden Fall, Frau Rickhoff, wir sind heute in der Sache am Ende. Ja. Sie können gehen. Zum Asservieren? Ja. Ja, das Beste. Ich weiß, Sie mussten so reden. Staatsanwaltschaft, weswegen ich Ihnen rege. Ich kann Ihnen auch erstmal zu den Akten. Ja, nicht etwas überraschen.
Thank you.